Hi, hallo und willkommen zu meinem Video. Ja, falls ihr irgendwelche, immer falls ihr so leichte Quietschgeräusche hört, das ist Leo, der schna so klingt ein Hase, wenn er schnarcht. Der ist gerade total tiefenentspannt am Schlafen da hinter mir. Es ist so schön. Ich kann euch nicht sagen, wie schön ich das finde. Bin heute hier und wollte mit euch ein bisschen einfach plaudern, ein bisschen euch was erzählen, so ein bisschen, ja, einfach nur mal so ein bisschen reden. Ja, also, vor kurzem im Juni, Anfang Juni, so am 1., 2. Juni, hat es ja bei uns in der Gegend geschüttet wie aus Eimern. Und da wir heute den 2. Juni erst haben, weiß ich nicht, ob es jetzt noch weiterhin schüttet. Also ganz ehrlich, da kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Aber ich weiß jetzt halt erst, dass es gestern und heute geschüttet hat. Und es war so witzig. Also ich habe so meine Eltern angerufen am Morgen und habe so gesagt, also nachdem ich jetzt schon wieder 4 Tage nicht reden konnte, hey, ich kann übrigens wieder reden. Und dann so meine Eltern so, ja, hallo, guten Morgen und überhaupt. Und dann ich so, ja, ich kann auch laufen. Können wir vielleicht mal ganz kurz zum Laden gehen, damit ich noch so ein paar Sachen holen kann. Und dann so meine Mom, ja, nein. Und ich so, ne? Und dann sie so, nee, es regnet. Und zwar richtig. Und da will sie nicht raus. Und da geht keiner freiwillig vor die Tür. Und dann habe ich so meine Oma angerufen, habe ihr so gesagt, guten Morgen, Oma, hallo und wie geht's und überhaupt und sowieso. Und dann meine Oma so, ja, ganz gut, ich komme übrigens nachher dann mal runtergefahren, es regnet ja gar nicht so doll, um in die Kirche zu gehen. Und meine Mama und ich, wir waren so, bitte, was plant meine Oma da? Und wir waren so, na, ich weiß nicht. Ja, und dann ist meine Oma dann auch tatsächlich runtergefahren zur Kirche und war dann da und ist aber auch wieder gut zum Glück nach Hause gekommen. Und dann heute Morgen war eigentlich so der Satz, ja, wir überlegen, ob wir überhaupt zu Oma Besuch, zum Besuch fahren, weil es hat ja so geregnet und so überhaupt. Dann rufe ich so meine Oma an nach dem Motto, ja, ich habe voll Bock auf ein Gespräch und überhaupt und sowieso. Und dann fange ich halt so an, so hallo Oma. Und dann so meine Eltern so, hallo Elena. Und ich so, das war irgendwie schon lustig. Ja. Und dann war es auf jeden Fall ich einfach so, dass dann meine Mom und ich lange geredet, also wir haben dann geredet und meine Oma und ich haben geredet. Und dann habe ich so zu meiner Oma gesagt, du Oma, ich habe das gerade keine mehr im Haushalt, aber hast du zufälligerweise Zimtstangen noch? Weil ich möchte mir gerne Milchreis im neuen meinem neuen Reiskocher machen. Ah ja, übrigens, da ist die Anleitung von dem Ding. Das ist voll süß gemacht. Also ich bin total Fan davon. Und der kann auch ultra viel. Aber jetzt zurück zu meinem Ding. Auf jeden Fall habe ich dann zu meiner Oma gesagt, ja, hast du mir da noch eine Zimtstange? Dann hat meine Oma so gesagt, ja, kein Problem. Sie gibt sie mir mit. Und falls ich falls irgendwie was ist, soll ich halt noch anrufen. Oder falls ich noch was brauche. Und dann habe ich halt, war es halt so, dass ich halt nicht mehr anrufen wollte, weil ich gedacht habe, ich hätte ja alles da. Weil ich habe ja sowohl Milchreis im Haus als auch Weizen, als auch Grieß. Also ich kann je nachdem, kann ich beides machen. Auf jeden Fall ging die Geschichte dann so weiter, dass ich dann meinen Reiskocher gestern Abend ja abgewaschen habe, damit er mal sauber ist. Und dann habe ich dann auf jeden Fall habe ich dann geguckt und habe dann auf jeden Fall mal gucken wollen, ob ich noch genug Reis im Haus habe. Dann habe ich das Reispäckchen aufgemacht und dann waren da so unten am Rand so Viecherreste. Und dann dachte ich so, Dann habe ich den Reis aufgemacht und habe mir eine Schüssel und dann habe ich auch schon gesehen, wie sich das Zeug bewegt hat. Boah, das war wirklich eklig. Entschuldigt, jetzt kommt mir gerade fast mein Abendessen wieder hoch. Auf jeden Fall war das echt ekelhaft. Und ich so, das esse ich sicher nicht mehr. Habe ich meine Oma angerufen und habe so gesagt, Oma, was mache ich jetzt? Und dann hat Oma gesagt, ja, du hast doch gesagt, du hast ein Kriegsbrei noch. Und ich so, ach, du hast recht, auch was Spaß, dann gehe ich schnell und guck ich schnell in den Schrank rein und dann mache ich mir den Kriegsbrei. Das ist ja voll schnell gemacht und das ist ja auch, Oma, du bist echt klasse. Dann bin ich an den Schrank gegangen, habe den Kriegsbrei hochgehoben
Und habe festgestellt, dass es getrockneter Sauerteig war. Also ich hatte dann weder Grießbrei noch. Und das ist jetzt wirklich die Betonung, noch nicht Reis. Und ja, jetzt habe ich so oder so, konnte ich jetzt meinen neuen Reiskocher nicht einweihen. Aber der ist echt, also das ist das Kochbuch, das dabei ist. Und das ist richtig breit. Also es ist natürlich auch in mehreren Sprachen, aber es ist auch wirklich mega. Also hier kann man zum Beispiel in dem Reiskocher kann man auch Ei machen. Das ist also ist unglaublich. Und was auch geht, ist sowas wie Rotkohl. Kann man auch da drin kochen. Oder was auch geht, und das ist jetzt da wirklich da, als ich das gesehen habe, da habe ich gedacht, ich krieg den Knall. Als ich das gedeckt habe, da war ich wirklich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Im Reiskocher kann man auch Kuchen machen. Ein Schokokuchen. Also das ist wirklich, sorry, aber da war ich wirklich so, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, jetzt spinne ich. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe da jetzt ganz viel, was ich gerne mal ausprobieren möchte, was ich ausprobieren werde. Unter anderem ein Curry, da bin ich gespannt drauf. Und ja. Ja, aber um die Geschichte mit meinem Milchreis zu beenden, habe ich dann am Ende Käsespätzle mir zum Abendessen gemacht. Eigentlich wollte ich Milchreis essen, aber gut, dann sind es Käsespätzle geworden. Und als ich gerade angefangen habe zu kochen, ist meine Mom hochgekommen mit den Worten: "Ha, ich habe ja unten noch eine ganze Menge Milchreis übrig. Willst du da zufälligerweise was?" Ich habe sie angerufen und habe gesagt, ich habe keinen Milchreis mehr. Ich wünschte, ich hätte noch Milchreis. Und dann kommt sie hoch und sagt, ich habe Milchreis, hat ihn aber nicht mitgebracht. Also, das ist wirklich. Naja, auf jeden Fall, vielleicht koche ich mir dann später noch einen Milchreis. Also, wenn ich das Video fertig gedreht habe und so. Oder morgen. Also, ob so oder so, auch wenn es meine Mutter noch nicht weiß von ihrem Glück. Also, an euch da draußen, will ich ja auch, dass sie den Reiskocher gut kennenlernt, weil im Sommer, wenn ich nicht arbeiten kann, weil es geknallt hat oder so, müsste sie das Zeug dann für mich im Kocher machen können. Also muss sie den auch kennenlernen. Gut, vielleicht macht sie mir morgen ja im Kocher einen Milchreis. Gut, also dann, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Jo.